Hey zusammen! In diesem Video zeige ich euch ganz schnell und einfach, wie ihr die Whisper bekommen könnt und wie ihr auch noch die Katalysatoren dafür bekommt, plus die beiden Orakel diese Woche. Die neue Mission findet ihr auf der Map ganz rechts neben den Reisenden, also neben dem Turm. Dort könnt ihr die neue Exo-Mission Whisper des Wurms auswählen, aber um Zugriff zu halten, müsst ihr auf den Mond gehen und dort mit Aris Morn reden. Dort bekommt ihr die Quest, dass ihr erstmal ganz normal die Exo-Mission abschließen müsst, um die Whisper überhaupt zu erhalten. Danach aktualisiert sich die Quest und ihr müsst zurück zu Aris Morn gehen. Dort könnt ihr euch schon die erste craftbare Variante von der Whisper abholen. Zusätzlich bekommt ihr aber auch direkt die nächste Quest für den ersten Katalysator. Danach aktualisiert sich die Quest und ihr müsst besessenen Essenzen sammeln. Da müsst ihr einfach ein paar Besessene killen. Es ist aber total egal, wo. Es muss nicht in der Mission sein. Wenn ihr das erledigt habt, müsst ihr in Legendär reingehen und drei besessenen Fäulen zerstören. Das ist ein bisschen blöd ausgesprochen oder übersetzt zumindest. Es geht nämlich hierbei um drei besessenen Sphären, die ihr mit der Spindel zerschießen müsst. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr ganz normal die Mission auf Legendär beenden. Noch ein kleiner Einwurf von mir. Ich bin heute Abend oder morgen Abend oder an beiden Tagen live auf Twitch und da können wir sehr gerne die Missionen machen, wenn euch das noch fehlt. Und ihr könnt auch gerne auf dem Discord joinen und dort auch sehr gerne nach Hilfe fragen. Und dann könnt ihr zurück zu Aris Morn gehen und bekommt schon mal den ersten Perk freigeschaltet. Und diese Quest wird sich jede Woche einmal aktualisieren, bis ihr alle Perks freigeschaltet habt. Kommen wir noch eben kurz zu den Orakeln. Das erste Orakel für die Whisper selber ist ziemlich am Anfang. Dort müsst ihr einfach nur den Gang lang gehen und dann nach links gehen. Dort ist schon das erste Orakel. Aktuell ist es so, dass nur derjenige, der es zerstört, auch dieses Orakel sozusagen bekommt. Ich glaube, das wird aber noch gefixt. Das zweite Orakel ist hinter der großen Sprungpassage etwas versteckt. Dieses ist dann dafür da, um Baupläne für das Schiff zu sammeln. Was auf jeden Fall klar ist, hier fehlen noch einige Orakel, aber ich denke mal, die werden auch Woche für Woche dazukommen. Und am Ende hat man dann die Whisper auf jeden Fall voll gelevelt und ihr habt auch wahrscheinlich das Schiff freigeschaltet. Das wäre es eigentlich auch mit diesem kurzen Guide. Ist an sich nicht wirklich schwer, vor allem wenn ihr Leute habt, aber es gibt auch viele Optionen, Leute zu suchen. In dem Destiny-Forum, in Discord-Servern oder halt in-game auch selber. Oder ihr könnt auch meinen Discord joinen und einfach meine Spielersuche nachfragen. Ich denke mal, dass euch da wahrscheinlich einige helfen können. Ja, dann war es das jetzt erstmal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.